Einen wunderschönen guten Tag zu diesem Diablo-Video. Gestern gab es den Campfire-Chat mit den Leitern des Diablo-Teams bei Blizzard. Und in diesem Campfire-Chat haben uns die eben genannten Leiter einmal ihre Position zum Patch 1.1 oder dem Patch des Grauens dargelegt und erklärt, warum es diese ganzen Nerfs gab. Und um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was diesen Campfire-Chat angeht, denn bei einigen Dingen habe ich sehr wohl verstanden, warum diese Nerfs nötig waren. Ich habe aber definitiv ganz oft nicht verstanden, warum es dazu keine vernünftige Kommunikation gab. Und das kann ich einmal schon vorne wegnehmen, wurde uns immerhin versprochen. Es wird in Zukunft eine bessere Kommunikation geben, denn der Leitsatz dieses Campfire-Chats war, so einen Patch wird es nie wieder geben. Ich würde das vielleicht ein bisschen abschwächen und sagen, es wird solche Patches schon noch geben, aber hoffentlich wird uns erklärt, warum es diese Patches oder warum es diesen Patch dann so gibt. Denn Nerfs wird es auch in Zukunft geben und ich möchte einmal kurz im Detail auf ein paar Dinge aus diesem Entwicklerchat eingehen, um euch zu erklären, warum ich der Meinung bin, dass wir eher auf ein Kommunikationsproblem schauen, als auf die Diablo-Devs verstehen die Community nicht. Denn das ist in meinen Augen nicht der Fall. Nehmen wir uns doch einmal das Beispiel der XP-Nerfs. Wie ihr euch sicherlich erinnert, wurden die Erfahrungspunkte, die man überall sammeln kann, die abhängig sind vom Monster-Level, runtergesetzt von 3 Monsterstufen geben uns 25% mehr Erfahrung und das, egal wie hoch die Monster sind, zu für jedes Level, das die Monster über uns sind, bekommen wir 1,5% Erfahrungspunkte mehr bis hin zu 10 Monsterleveln, das heißt maximal 15%. Diese Änderung habe ich sie nicht verstanden in den Patch Notes. Ich habe es nicht verstanden, zusammen mit der Aussage, wir wollen, und das kam von den Entwicklern vorher auch schon auf Twitter, wir wollen nicht das Spiel langsamer machen und dann werden die Erfahrungspunkte runtergesetzt. Jetzt kam aber im Campfire-Chat heraus, dass sie im nächsten Patch 1.1.1, der höchstwahrscheinlich in der, nicht der kommenden Woche, aber der Woche darauf released werden soll, das haben sie so ein bisschen durch die Blume angekündigt im Campfire-Chat, dass dort die Monsterdichte in Helltide und in Nightmare Dungeons extrem angehoben werden soll. Und wenn wir das schon in den Patch Notes erfahren hätten und die Ankündigung folgendermaßen geklungen hätte, wir möchten, weil wir die Monsterdichte in Nightmare Dungeons extrem anheben, die Erfahrungspunkte, die ihr sammeln könnt, ein wenig heruntersetzen, da sonst die insgesamten Erfahrungspunkte, die ihr mehr sammelt, exorbitant angestiegen werden, aber insgesamt soll dies einen Buff darstellen. Wenn wir das so gesagt bekommen hätten, hätte sich niemand beschwert. Ebenso hätte es keine Beschwerden gegeben, wenn das Team sich vorher einmal schon Gedanken gemacht hätte, wie Patches aufgebaut werden sollen. Und genau das haben sie jetzt getan, denn in diesem Patch wurden uns 4 Eckpfeiler für zukünftige Patches versprochen und auch gezeigt. Die 4 Eckpfeiler sind im Folgenden. Es soll immer möglich sein, viele Builds zu entdecken, die auch gut spielbar sind für alle 5 Klassen. Neue Items und Kräfte sollen jede Season kommen, und zwar so, dass das Spiel frisch bleibt und dass sich diese eben genannte Breite an Builds auch weiter erweitert. Endgame-Content soll immer neu und frisch sein und es soll immer Endgame-Content sein mit vielen Gegnern, die wir mit den dann mächtigen Builds auch umschnetzeln können und das Spiel soll ultimativ Spaß machen. Ja, man hätte meinen können, diese Grundregeln eines ARPGs waren vorher schon bekannt, deswegen frage ich mich, warum sie jetzt auf die Idee gekommen sind, solche Regeln aufzustellen, aber wir können froh sein, dass es sie gibt, denn ich glaube, das Feedback, was das Entwicklerteam bekommen hat nach diesem Patch 1.1, das hat sie ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen runtergesetzt und wird wohl in Zukunft dafür sorgen, dass Patches ein bisschen vorsichtiger geplant werden. Und um diese Vorsicht auch nochmal darzulegen, gab es auch noch 3 weitere Grundpfeiler, die aus diesen 4 Eckpfeilern entstanden sind. Und diese 3 Grundpfeiler sind wie folgt. Wenn Änderungen gemacht werden, kann es passieren, dass manche Builds overpowered sind, also viel zu mächtig sind, denn es soll weniger genervt werden, was ganz klar darauf rausspielt, dass
ja, das Spiel soll Spaß machen. Und wenn wir immer nur nerven, weil eine Klasse besser ist als andere, dann hat diese Klasse keinen Spaß und wird immer aufschreien. Deswegen gut, dass diese Einschränkung auch schon gemacht wurde. Es kann passieren, dass Builds overpowered sind. Die Änderungen, die vorgenommen werden, sollen vorhersehbar sein und zum Beispiel immer am Start einer Season passieren. Ja, auch das ist gut, denn dann wissen wir, dass wenn ein Build Spaß macht, dass das nicht einfach aus dem Nichts in Grund und Boden genervt wird, denn das soll ja nicht mehr passieren und es soll an vorhersehbaren Zeiten passieren. Und der letzte Punkt, das soll hoffentlich jedem klar sein, dass wenn ein Problem entsteht mit einem Build, was aus einem Bug heraus passiert, also nicht aus Kombinationen, die so im Spiel sein sollen, sondern wirklich aus einem Bug, dann soll das Ding natürlich schnell genervt werden, so wie Hammer of the Ancients, was durch einen Bug entstanden ist, da bin ich voll d'accord. Wenn Bugs im Spiel sind und ein Bild dadurch mächtiger ist, dann muss das rausgenommen werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das Ganze bringt mich dann wieder zurück auf das Kommunikationsproblem, wenn das vorher schon einmal so grundlegend dargestellt wurde, na klar, dann muss man sich dran halten und so ein Patch wäre nie entstanden. Auch wäre so ein Patch nie entstanden, wenn wir bessere Möglichkeiten zum Testen gehabt hätten. Denn jedem Entwicklerteam sollte bewusst sein, dass man auch mit einer guten Menge an Testern und selbst wenn das Spiel, wenn die Entwickler selber ihr Spiel spielen, was ihnen ja immer vorgeworfen wird, dass sie das nicht tun, auch das wäre in Ordnung, wenn wir zum Beispiel einen Public Test Realm, also einen Testserver hätten, auf dem Leute freiwillig das Spiel testen könnten, bevor Änderungen ins Spiel kommen. Das verzögert natürlich Releases immer extrem, aber es würde das Testen sehr weit nach vorne bringen und das ist auch etwas, was ich nicht verstehe, dass es das nicht gibt. Aber um noch einmal kurz auf mein Feedback zum Campfire-Chat zurückzukommen, ich hoffe, dass die Reumütigkeit, möchte ich es mal nennen, die drei Leiter des Diablo-Teams da gezeigt haben, denn sie saßen da schon sehr bedröppelt, dass das auch tatsächlich ernst gemeint war und ich glaube ihnen, dass es keine einfache Woche war, aber ich hoffe, dass sich das zu Herzen genommen wird und dass zukünftige Patches nicht mehr so sein werden, denn Nerfs sind okay, aber in dem Ausmaß entgegen dem Willen der Community zu arbeiten, wird auf Dauer nicht funktionieren. Dazu vielleicht einmal eine Randbemerkung von mir, was ich ein bisschen schade finde, dass Rod Ferguson in diesem Stream nicht dabei war, denn in allen anderen Streams hatte er viel Spaß dabei, Scherze zu machen, Kekse rumzureichen, alle ein bisschen aufzulockern, nachdem er schon raus war, wieder reinzulaufen und irgendwas zu erzählen. In diesem Chat war er komischerweise gar nicht vorhanden. Das finde ich ein bisschen traurig, denn wer vorher so viel scherzt und sich so über das Spiel freut, der hätte dann auch ein bisschen den Gegenwind mit aufnehmen können und seine drei Leiter dort mit unterstützen, denn er ist nun mal deren Chef. Und ich finde, die obersten Personen sollten, wenn Gegenwind kommt, auch mit Statement beziehen. Das fand ich persönlich ein bisschen schade. Vielleicht war er verhindert, vielleicht ist er krank, vielleicht war er nicht da. Alles Spekulation meinerseits, aber wenn er nicht dabei war, weil er keine Lust hatte, finde ich das sehr schwach. Nun aber vielleicht nochmal zu ein paar positiven Dingen, denn es wurden auch noch ein paar Dinge angekündigt, die in Zukunft kommen werden. Und zwar die Monsterdichte, das kennen wir schon, das soll sehr schnell kommen. Leaderboards sind für Season 3 halb bestätigt worden, das finde ich auch gut, denn Leaderboards ist etwas, das ist wichtig in Diablo, gerade mit Seasons. Ohne Leaderboards fehlt so ein bisschen der Weg, um sich messen zu können. Dann wurde darauf eingegangen, dass die Ultra-Rare-Uniques viel zu selten sind und dass sich die Leute einfach denken, ja, interessiert mich eh nicht, werde ich eh nie finden, was ein bisschen schade ist. Da wurde uns versprochen, dass die ein bisschen häufiger gefunden werden können. Dann soll der CC, also Crowd Control, in Nightmare Dungeons verändert werden oder es sollen uns mehr Wege an die Hand gegeben werden, um gegen Crowd Control vorzugehen, dass wir eben nicht einfach eingefroren, gefeiert, gestunt und dann tot sind, denn das ist auch nicht wirklich cool. Aber dort sollen wir auch Wege bekommen, wie wir dagegen vorgehen können. Dann am Ende so ein paar Dinge, die ich ein bisschen schade fand, also zum Beispiel Loadouts. Der Rüstungsschrank oder die Rüstungskammer, die in Diablo 3 ja ein fester Bestandteil war, um zwischen Builds zu wechseln, wurde als, ja, wir reden darüber, aber wir wissen nicht genau wann angekündigt. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, warum es nicht seit eh und je in dem Spiel geplant war. Aber gut, sei es drum, vielleicht bekommen wir es nicht. Ich fände es gut, wenn es schnell kommt. Dann wird über Lootfilter intern geredet, also im Endgame
verbrennt man oder macht kaputt oder verkauft 99% aller Items. Wenn wir da filtern könnten, wäre das sehr viel einfacher und sehr viel komfortabler. Darüber wird geredet und wie wir Aspekte in Zukunft extrahieren werden, ist auch etwas, über das geredet wird. Denn ein großer Bestandteil des nicht vorhandenen Platzes ist dem geschuldet, dass wir Aspekte sammeln müssen und nicht die Aspekte im Kodex der Macht zum Beispiel stärker werden, wenn wir ein stärkeres finden und dass wir diesen dann immer und immer wieder benutzen können. Aber ich hoffe einfach, das kann ich nur mal wiederholen, dass es so ein Patch in der Art nicht mehr geben wird, dass besser kommuniziert wird und dass sie sich an diese vier Richtlinien halten werden. Das war meine kurze Einschätzung zu diesem Campfire-Chat. Meine bescheidene Einschätzung möchte ich sagen, denn ich werde die sicherlich nicht beeinflussen in meiner Meinung, dafür bin ich zu klein, aber so ist es nun mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da, einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr Bock drauf habt, mir live bei Twitch zuzuschauen, das könnt ihr gerne machen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Ich bin sehr wahrscheinlich live, wenn dieses Video hochgeladen wird und live geht. Also, wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei, schaut euch mal live an, wie ich mit dem Zauberer im Moment noch ein bisschen leide. Aber ich finde, der ist gar nicht so schlimm. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und bis dahin, haut rein, euer Zali. Viel Spaß.